Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Subnautica Hardcore. Herzlich willkommen bei Abonacho. Jetzt bin ich wieder in der neuen Aufnahmesession. Ich merke es, ich muss mich einmal drehen und dann läuft es wieder. So, wo wollten wir denn? Stimmt, ich wollte noch ein bisschen... Ups. Mit dem kann ich nicht scannen. Nein, das funktioniert nicht. Mit dem kann ich scannen. Oh ja, aber nicht. Ich kann noch was anderes versuchen. Sehr schön. Machen wir Blumen. Können wir einpflanzen. Da nicht. Da nicht. Und hier? Der sieht ja auch hübsch aus. Ja, cool. Kann ich auch mitnehmen. Nehmen wir auch mal zwei mit. Können wir uns auch später auch noch ein bisschen mehr holen. Und das? Ja, cool. Oh, da gibt es sogar Essen und Trinken. Zehn. Nehmen wir auch mit. Hauptsache, das verfault hier nicht. Jetzt wollen wir noch ein bisschen durch die Gegend gucken. Deswegen bin ich eigentlich hier. Das heißt, ich brauche meinen Scanner. Kenne ich schon. Kann ich doch dann auch. Kann ich aber nichts mit an. Na gut, Pilze brauche ich dann nicht mitnehmen. Die sehen nicht besonders schön aus, finde ich. Kleiner böser Fehler. Ups. Das wäre beinahe zum großen bösen Fehler geworden. Ach, da muss ich lang. Ist denn... Ach, da geht's auch lang. Dann gehst du mal hier lang. Warum macht der immer so komische Geräusche zwischendurch? Das fällt mir jetzt erst auf. Immer wenn ich stehen bleibe. Aber das ist doch cool. Dann kann ich doch hier diesen... Da auch? Jo. Weil der gibt auch nichts. Nee, das sind, die sind hübscher. Und das da? Auch. Auch so riesig. Ming-Pflanzendarm. Die kann ich erstmal essen. Kann ich auch den Rücklicht noch holen. Dann nehmen wir davon auch zwei mit. 1, 2, 3, 4 und 4 passt. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen gucken. Eigentlich bin ich ja hier, um zu gucken, ob ich... Aber da oben war ja nicht, ne? Ob ich hier eventuell nochmal... so ein Artefakt finde, ne? Wobei... Ich habe nochmal so grob ein bisschen nachgelesen. Das kann man sich wohl auch herstellen. Irgendwo im... in diesem Konstruktor. Da war ich... Ja doch, da geht es ja zu einem anderen hin. Ja, ist... eine Höhle. Eine Höhle ist schön. Da bin ich doch gerade hergekommen. Da bin ich gerade hergekommen. Dann gehen wir jetzt nochmal hier lang. Und dann muss ich aber hier hin. Das ist aber nur dieses bisschen, ist ja auch wenig, ne? Wow. Hier geht es aber ganz schön steil runter. Wow. Das ist nicht das, was ich wollte. Na toll, dann gucken wir halt da unten, was da unten ist. Eigentlich wollte ich ja nach oben. Hat's mir jetzt was gebracht? Nee, ne? Ein Schatten? Ein Schatten. Upp, upp. Und
gut, ich laufe natürlich. Lass mich mal überall vorlaufen. Knollenbaum. Wenn wir den doch schon mal hier haben, dann kann ich auch noch was essen. Wo ist er denn? Wieso habe ich denn 4? Davon habe ich doch nur 2 mitgenommen. Ja klar, weil ich daneben geschlagen habe. Ich will den Knollenbaum, ich habe Hunger. Und Durst. Das ist cool. Da kann ich mir komplett die Unabhängigkeit vom Wasser machen. Das finde ich richtig cool. Ach guck, hier geht's auch noch lang. Ich glaube, von der Seite bin ich noch nie gewesen. Heißt, wir machen Folgendes. Aber hier ist doch nichts. Hier komme ich doch nur wieder raus. Toll. Ich habe Viecher. Na, wie schön. Ah, haust du mich, hau ich dich. Also beißt du mich, hau ich dich. Lass mich gehen. Mach dich weg. Kenne ich die Ecke hier schon? Bin ich hier schon mal? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, auf der Seite bin ich noch nicht gewesen. Ich glaube, hier bin ich noch nicht gewesen. Ich glaube, ich weiß auch warum. Hier geht es einfach nicht weiter. Zumindest extrem schwer bis gar nicht. Wow, ich glaube, hier falle ich runter. Geh zurück. Okay. Hier ist also mal nichts. Schade, dass man die nicht mitnehmen kann. Ich finde das schön, dass sie so schön leuchten. So. Die Pilze will ich nicht. Ist hier noch... Ne, da war ich unten. Hier geht's mal lang. Ja. Und das war's dann auch. Hier geht's auch noch lang. Und das war's dann auch. Unschön. Wir machen eine Folge komplett erkunden. Ich würde auch mal gerne wissen, was hier drunter ist. Irgendwas muss ja auch unter dieser Insel sein, wenn die im Wasser mehr oder weniger hochgeblasen wird. Ich glaube, ich finde mich hier gerade nicht mehr zurecht. Wo war ich denn jetzt schon und wo nicht? Ach, da ist der Bogen, richtig? Das heißt, wenn ich auf der Seite mal lang gehe, dann bin ich da, wo ich noch nicht war. Wobei das, wie es aussieht, Hose wie Jacke ist. Ja, da kann man vorbeigehen, aber dann komme ich doch wieder an diesen Bogen raus. Wieso wächst denn da ein Baum? Hier ist ein Loch. Hier ist ein großes Loch. Nein, doch nicht. Hier ist kein großes Loch. Hier komme ich nur hin und her und her und hin. Na gut. Jetzt wird's dunkel, jetzt sehen wir eh nichts mehr. Ah, da geht's runter, okay. Muss ja mal gucken, wie ich da hinkomme. Ohne mir weh zu tun. Aha, sieht gut aus. Ich folge dem Licht. Und dann kommen wir runter. Gut, aber hier unter Wasser kann man natürlich nur gucken. Wenn ich ein bisschen mehr Sauerstoff habe. Weil da scheint ja doch recht tief runter zu gehen. Da will ich dann auch mal gucken. Kann ich meine Motte eigentlich schon bauen? Sollte vielleicht einfach mal hier zum Beispiel Rettungskapsel 17 mal nachgucken. Ich habe was vergessen. Ich wollte doch den Knollenbaum mitnehmen. Jetzt darf ich den erstmal suchen. Nochmal Licht. Ja, noch brauchst du es nicht. Da geht nichts hin. Ah, ich hab schon Licht, wie schön.
Ich wollte ja mitnehmen. Nur den muss ich auch direkt einpflanzen. Der wird mir vergammeln, weil ist ja was Essbares. Und die haben ja die Angewohnheit, dass das Essbare halt vergammelt. Und jetzt ausgerechnet finde ich keinen. Das ist ja auch unschön. Da oben auf jeden Fall muss irgendwo ein Knollenbaum sein. Hier oben, wo die Dinger sind, da. Ja, dachte ich mir, kriege ich keinen. So, und jetzt nach Hause. Dort ist er. Ach, jetzt habe ich das Ding schon wieder so komisch in der Hand. Und nach Hause. 18% nur noch Energie. Das ist ja jetzt auch, ich habe aber Ersatz, ne? Ja. Muss auch wieder auswechseln. Also ihr dürft euch, wie gesagt, nicht wundern. Ich hatte das ja eingangs erwähnt. Wenn ich... Was ist das? Standbild? Warum? Weil die aufgetaucht sind. Das ist jetzt aber auch keine wirklich gute Sache, wenn ich immer plötzlich ein Standbild kriege. Das könnt ihr auch gerne mal lassen. So, das heißt, da fahren wir, weil ich jetzt voll bin. Na, einen Platz habe ich noch frei und trinken kann ich auch noch, sind zwei Plätze. Kann ich sowieso mal. Ach nee, ich hole den Knollenbaum, ne? Das machen wir dann doch als erstes. Dass ich den eingepflanzt kriege. Warum habe ich jetzt so ruckler? Habe ich die ganze Zeit nicht gehabt. Wow. So, was hier... Ja, ist ja gut, Digga. Mann, du bist ja lauter wie ich. Was ich sagen wollte, also ihr dürft euch nicht wundern, wenn ich das, was ihr mir in den Kommentaren schreibt, im Let's Play nicht umsetze. Ich kann das dann umsetzen, wenn wir eine weitere Season machen. Aber diese ist halt Hardcore-Modus. Und da möchte ich dann jetzt tatsächlich jetzt die Tipps von euch, auch wenn sie gut sind und nett gemeint sind und hast du nicht gesehen, in dem Sinne nicht umsetzen, weil es dann ja noch einfacher wird. Ich kenne ja das neue Subnautica nicht so. Und deswegen würde ich das ganz gern einfach mal, ja, so wie es ist, angucken. So ganz neu und so. Aus und so. Welcome aboard, Captain. So, wenn ich jetzt allerdings... Warte mal, wir machen erstmal den Kleinkram hier rein, der nicht vergammelt. Das ist all das hier. Das kann ich mir wieder einpacken. Das vergammelt auch nicht und das auch nicht. Muss ich aber Platz schaffen. Den mache ich jetzt erstmal hier komplett drin. Da können wir schöne Töpfe mitmachen. So, jetzt brauche ich Titan. Sonst glaube ich, brauche ich nichts. Ich weiß nicht genau wie viel, deswegen nehme ich jetzt mal alles mit. Und jetzt die Frage. Machen wir hier hin. Machen wir hier keine Aquarien hin, machen wir hier wo sind sie? Die kleinen Töpfe. Die kleinen Töpfe. Die kleinen Töpfe. Große Töpfe. Ich hatte die kleinen Töpfe gehabt. Da. Machen wir einen hier hin. Machen wir Rim. Und machen wir einen hier hin. Und machen wir Rim. So, haben wir das Thema doch dann schon mal erledigt. In Aquarien machen wir uns woanders hin. Also wenn überhaupt. Hier unten kommt jetzt erstmal nur das Notwendigste. So, da habe ich gesagt, kommt ein Scannerraum und da würde dieses Zuchtbecken dann hinkommen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich was zu essen kriege. Jetzt muss ich aber auch mal einmal gucken, dass ich das mal im Kopf behalte. Weil, schlaues Kerlchen. Essen plus 15. Das sind eigentlich die schlechtesten. Also fürs Essen
kommen dann die und fürs Trinken kommen dann die. Und die sind einfach noch schön. Gut. Ja, die lasse ich aber dann trotzdem auch hier. Einen wieder rin. Fertig essen. Alles gut. Batterie. Jetzt ist die eine fast zu Ende. Was jetzt auch mal nicht so schön ist. Nee, da wollte ich doch da gucken. So, ist er dann nicht? Ist er dann? Da ist er. Ionenkristall und Diamanten. Oh Gott, wo kriege ich denn Diamanten weg? Habe ich schon öfter gesehen, dass ich Diamanten brauche. Die kann ich aber nicht herstellen, ne? Nee. Plaststahlbarren. Lithium. Wofür brauche ich Plaststahlbarren? Extrem festes Material. Ich kann ja mal... Ich habe doch Lithium, oder? Magnetdingst. Lithium, 2 Stück. Ist jetzt nicht so viel. Lassen wir das erstmal stehen. Und dann machen wir nämlich Folgendes. Wir überlegen hier doch noch die Leiter komplett hochzuziehen. Dann brauche ich nicht immer durch die Schleuse durch. Auf der anderen Seite ist es vielleicht besser, das so zu haben. Für den Fall, dass man tatsächlich mal einen Wassereinbruch kommt, weil ich deppert bin. Was habe ich da denn jetzt eigentlich? Gar nichts, ne? Noch nicht. Da ist die Kuppel, genau. Da haben wir sie ja umgesetzt. Und der Laternenbaum wächst, wie schön. Oh, was ist da denn? Irgendwas liegt da. Ja, wahrscheinlich Schrott. Kann ich sowieso brauchen. Gehen wir doch mal gucken. Ja gut, ein bisschen Titan habe ich mit, das war nicht so wild. Und dann gehen wir... Und dann gehen wir einfach mal zur... Nein, das ist kein... Aber Kristalle nehmen wir auch mit. Oh. Nicht das, was ich dachte. Nicht das, was ich dachte. Dann gehen wir gleich mal hier zu dem Ding dahin. Das machen wir. Aber jetzt gehen wir erstmal hier unten rein, ärgern die Krebse ein bisschen. Da liegt doch auch irgendwas. Karfischpulver. Cool. Wieso liegt denn das hier einfach so rum? Ah, da könnte ich hoch. Okay. Dann ärgern wir jetzt... Hihi. Ach, da war auch noch einer. Ah, Schott. Schön. Nehmen wir doch auch mit. So, habt ihr mir irgendwas Nettes dagelassen? Ein paar duselige Eier. Wer will denn sowas? Ich nicht. Kracherfischpulver. Sehr schön, jetzt weiß ich, wie ich daran komme. Einfach mal ein bisschen Kracherfische explodieren lassen. So ist er auch niedlich. So, aber ansonsten, warte, ich dachte, ich finde hier auch noch ein paar Kristalle. Ich muss mal... Jetzt weiß ich auch, warum ich so langsam war. Das ergibt ja Sinn. So, jetzt bin ich auch wieder schneller. Dachchen. Ja, habe ich euch geärgert? Ja, cool. Wir haben, natürlich das Kracherfischpulver erstmal hier mit drin. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich weiß nämlich, für irgendwas brauche ich das. Ich weiß halt nicht, wofür. Und warum habe ich das jetzt gemacht? Weil, dumm. Stehe. Muss das doch eh. Und da kommen die Kristalle hin.
So, und jetzt einmal den da machen. Und wir haben schon wieder 20 Minuten rum. Naja, das heißt, wir tun jetzt direkt in der nächsten Folge zu dem Dingens hinfahren. Jetzt habe ich da drin, okay. Hier mal so einzelne Töpfe hinstellen. Binden wir hier das Glashaus. Den Bereich ein bisschen schicker haben. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne auf eure Social Media und dann hören stören wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Würde mich freuen. Ich glaube, ich sollte die erstmal verbrauchen. Ne? Die nehmen jetzt gerade nur Platz weg. Also, bis dahin. Bye bye.